ich gerade auf Düsseldorf gekommen bin. Das ist ja die Veranstaltung, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Da hast du mit drei anderen Parteivertretern, und zwar von FDP und Grüne und CDU, diskutiert zur Legalisierung von Cannabis. Da möchte ich jetzt nochmal kurz drauf kommen. Und zwar hat mich einfach nur die Parteiposition interessiert und ich kannte überhaupt gar nicht den Hintergrund. Die HHU Düsseldorf hat ja eine Themenwoche gemacht, Cannabis, und das war einer von mehreren Diskussionen. Also unter anderem hat ja auch der DHV, der Hanfverband, Chris Demmer in diesem Falle informiert, und das war die andere Veranstaltung. Und da ging es ja darum, um dieses Modellprojekt, von dem ich eigentlich vorher noch gar nichts gehört hatte. Und vielleicht kann Michael danach auch nochmal in die Diskussion mit einsteigen mit Modellprojekten. Die gibt es nämlich auch zum BGE. Darüber haben wir nämlich auch überhaupt gar nicht geredet. Aber erstmal zum Modellprojekt, was in Düsseldorf geplant habe. Also so wie ich das mitbekommen habe, war das Modellprojekt so geplant, dass es da Abgabestellen geben sollte und die Universität das wissenschaftlich begleitet. Und die Universität hat aber gesagt, das ist von der Politik nicht gewollt und nicht durchsetzbar, deswegen macht eine wissenschaftliche Begleitung keinen Sinn. Und andersrum hat die Politik gesagt, es gibt keine Möglichkeit der wissenschaftlichen Begleitung, weil die wird ja nicht mitmachen. Also die haben gegenseitig die Argumente benutzt, die Wissenschaft macht es nicht, und die anderen haben gesagt, die Politik macht es nicht. Und damit das Modellprojekt verhindert, was dann den Aster auf den Plan gebracht hat mit dieser Themenwoche. Wie siehst du das mit Modellprojekten? Du bist ja für eine Legalisierung deutschlandweit. Denkst du, dass Modellprojekte helfen könnten, noch weitere Erkenntnisse zu sammeln? Oder denkst du, wir sind schon so weit, dass wir eigentlich gar keine Modellprojekte mehr brauchen? Natürlich würden Modellprojekte helfen, neue Erkenntnisse zu gewinnen und auch organisatorische Infrastrukturfragen wird es aufwerfen. Wie wird das alles aussehen? Und aber viel wichtiger finde ich, dass die Politik von der Notwendigkeit überzeugt wird. Und das mache ich ja nun nicht jetzt aus dem Bauch heraus, sondern ich vertrete da ja durchaus auch die Argumentation von Experten. Also die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen spricht sich dafür aus. Die reden ganz, ganz wenig von Modellprojekten. Die Friedrich-Ebert-Stiftung mit einem Arbeitskreis Drogenpolitik gemeinsam mit der SPD haben lautstark für die regulierte Abgabe von Cannabis plädiert. Genauso die Arbeiterwohlfahrt, die uns Sozialdemokraten sehr nahe steht. Keiner von denen redet über Modellprojekte, ne? Sondern es gibt ganz, ganz starke Erkenntnisse aus unserer bisherigen Drogenpolitik, dass diese halt einfach gescheitert ist. Und wir müssen da neue Wege gehen. Wenn ein Modellprojekt auf regionaler Ebene dazu beitragen kann, noch diese Erkenntnisse zu stärken und Politiker in der Richtung zu unterstützen, dann sind die natürlich positiv. Allerdings enorm viel Energie darauf zu verwenden, diese einzurichten, ja, und damit zu scheitern über Jahre und das Thema somit wieder 10, 15 Jahre hinauszuzögern, das ist nicht zielführend. Also wir sollten als Politik ganz klar auf die vorhandene Argumentation, die immer breiter vertreten wird von Suchtgesellschaften und von Interessensverbänden, ohne dass dort irgendwie das in die Nähe von Lobbyismus gerät, sondern es geht da halt wirklich um Expertenmeinungen aus Jura, aus Medizin und gesellschaftlichen Vereinen, die wir halt einfach nicht übergehen können. Ich würde ihm auch gern zu Hilfe springen. Modellprojekt im Bereich Cannabis, wer braucht das? Geh doch mal bitte über die Grenze in die Niederlande. Da läuft seit 3, 4, 5, 6 Jahren, 10 Jahren, läuft doch ein offenes Projekt. Noch länger, glaube ich. Ja, die haben so. Schon ein paar Jahrzehnte. Und die Holländer sind nicht zusammengebrochen, die Wirtschaft ist nicht kaputt. Da liegen nicht alle bekifft in den Ecken rum, sondern ganz im Gegenteil. Das ist nach wie vor ein sehr liebenswertes, nettes, entspanntes Nachbarland, wo ich auch gerne hinfahre, wo ich nicht merke, dass irgendetwas Komisches dort passiert. Es gibt in den USA diverse Staaten, die es mittlerweile frei haben. Da gibt es auch schon jahrelange Erfahrung. Wer hier noch über Modellprojekte faselt, der hat für mich einen Schuss nicht gehört, ganz ehrlich. Also in Holland, ich war letztens noch in Holland auf einem Festival, Forte Rock. Das war so ein Heavy-Metal-Festival auf jeden Fall. Haben da schon häufiger Leute auch einen Joint in der Hand gehabt und geraucht. Und ich hatte den Eindruck, dass die sich einfach weniger versteckt haben, als das Leute hier auf dem Festival machen. Natürlich, wenn man zu Rock am Ring fährt,
kiffen Leute auch, aber ich habe immer das Gefühl, die Leute stellen sich eher in der Ecke. Und in Holland ist es so, dass die Leute das offen machen, weil die es einfach schon lange gewohnt sind. Und wer sich da einen rauchen will, der tut das halt. Ne? Ja. Es ist einfach entkriminalisiert. Das ist das Thema. Und da sollten wir auch hin. Okay. Modellversuche, Grundeinkommen ist ja das gleiche Thema. Ich wollte gerade. Deswegen habe ich mich nochmal reingedrängelt. Auf das Grundeinkommen zu sprechen kommen. Und zwar gibt es ja schon das Grundeinkommen in Finnland, was jetzt eher ein neoliberaler Entwurf ist mit 560 Euro, wo die Armutsgrenze bei 900 ist. Was übrigens früher als geplant wieder eingestellt werden soll, weil man wohl doch nicht die gewünschten Erkenntnisse daraus ziehen konnte. Ja, natürlich, bei diesem Entwurf natürlich nicht. Also der Schweizer Entwurf, das war eine nette Idee. Mit 2260 Euro, glaube ich, sehr für uns hört sich das sehr viel an, aber die haben halt höhere Lebenshaltungskosten. Franken. Ja, auf jeden Fall. Auf 2260 Euro umgerechnet waren es, glaube ich. Tatsächlich? Ne? Okay. Ich meine, also sehr viel höher. In der Schweiz, weil aber da auch sind wesentlich die, weniger Geld ist das. Ne? Also ja, ja, genau. Da sind die Lebenshaltungskosten halt sehr viel höher. Deswegen sagen alle Leute hier utopisch, aber da wäre das vielleicht was Realistisches, was bei uns vielleicht mit den 1500, die Brecht immer fordert, zu tun hat. Dann gibt es ja jetzt das Netzwerk Grundeinkommen plädiert für eine Höhe von 1170 Euro, weil das die Pfändungsgrenze ist bei uns. Und bei Hartz IV, da redet man davon, dass es je nachdem, wo man wohnt, schon 950 bis 1200 Euro auch ist. Mit, inklusive mit Wohngeld. Inklusive ja, Wohngeld, korrekt. Inklusive Krankenkasse und das Existenzminimum sind heutzutage auch schon 950 bis 1200 Euro. Und wenn die Leute immer sagen, 1000 Euro, das kann doch keiner bezahlen, dann reden wir über den Hartz-IV-Satz, der knapp bemessen ist. Ja. Ne? Aber ich wollte jetzt noch zu den Modellprojekten kommen. Ja. Wir hatten uns ja schon mal über das Grundeinkommen unterhalten und da gab es die Frage, ja, brauchen wir dafür Modellprojekte? Ja, ich sage nein. Was soll bewiesen werden? In Flensburg hat ja zum Beispiel gab es jetzt vor kurzem eine Initiative, die gesagt haben, wir machen das in der Stadtgrenze, wobei das Problem ist, wo hört die Stadt auf und das, wer kriegt es als erstes nicht mehr? Nein, das Wasser, ne? Ist das Problem eines Modellversuchs. Mhm. Nehmen wir doch mal ruhig Flensburg. Ja? Das ist eine Stadt. Wenn ich jetzt alle Bürger der Stadt Flensburg mit einem Grundeinkommen beglücke, was ist denn mit den Pendlern? Okay, dann nehme ich die Pendler mit dazu. Was ist denn aber, wenn in einem Ort, der neben Flensburg steht, 500 Leute wohnen und 250 pendeln nach Flensburg? Was mache ich denn mit den anderen 250? Ein Fass ohne Boden kriegen wir nicht geregelt. Ich halte wirklich von Modellprojekten aus dem Grunde, weil wir genau sehen, wir leben in einer vernetzten Welt, in einer arbeitsteiligen und vernetzten Welt. Da lohnt sich doch kein Modellversuch. Alle Auswirkungen, die es geben kann, sind zehnmal durchdiskutiert, zehnmal überlegt. Es gibt, ich will da trotzdem mal auf die Modellversuche kommen, die es bisher gegeben hat. Es gab einen, das war der erste in Namibia, in einem Dorf. Das war wirklich eine richtige Enklave. Das war ein Dorf, das hatte so gut wie keine Außenkontakte. Da haben alle wohnenden Menschen, ich glaube, das waren 150 Leute oder so, über eine private Organisation über 3 Jahre lang ein Grundeinkommen bekommen, in Höhe von umgerechnet 9 Euro. Dann ist es eingestellt worden mangels Geld. Ja, nach 3 Jahren ist es eingestellt worden. Die Effekte, die heute noch sichtbar sind, es gibt dort null Arbeitslosigkeit. Vorher war das eine völlig runtergekommene Ecke. Dort waren 2/3 drogenabhängig, keiner hatte Einkommen, alle völlig am Boden. Dann gab es Grundeinkommen. Heute gibt es dort niemand, der arbeitslos ist. Es gibt ganz viele Selbstständige dort, die Stoffe nähen, Friseurladen, Lebensmittel machen. Aber Fakt ist, aus dieser chaotischen Gesellschaft hat sich eine sehr fluktuierende Ecke ergeben. Und obwohl dort heute kein Grundeinkommen mehr bezahlt wird, weil es einfach nicht mehr geht, ist dort kein Elend zurückgekehrt, sondern das funktioniert. Das wurde angeschoben und läuft von alleine, perpetuum mobile. Es gab einen Versuch in Kanada in den 70er oder 80er Jahren im Vancouver. Ich habe gehört, Ontario ist jetzt auch gerade. Nee, ich habe gehört, die wollen es jetzt gerade wieder machen. Wieder ein neues Modellprojekt machen. Also Fakt ist, es gab ein altes Modellprojekt in einer bestimmten Region. Die Akten sind erstaunlicherweise verschwunden damals nach Einstellung. Lief 2 Jahre, dann haben sie es eingestellt. Die Akten sind verschollen, 20 Jahre lang. Die sind vor 3 oder 4 Jahren wieder aufgetaucht. Man arbeitet die gerade auf.
die ersten Ergebnisse sind, Kriminalität ist runtergegangen, Lebensqualität oder persönliches Glücksempfinden ist hochgegangen, die Bildung ist besser geworden, es gab deutlich weniger Arbeitslose. Also all die positiven Effekte, die wir immer voraussagen, sind dort tatsächlich passiert. Das wird aber wohl noch ausgewertet. Es gibt im Moment Versuche in Finnland mit diesen 560 Euro, wo man sich aussuchen kann, ob man dann arbeitet oder nicht. Das wird aber ohnehin nur an Leute ausgezahlt, die arbeitslos sind. Das kriegen also nicht jeder und auch nicht bedingungslos, sondern nur Leute, die arbeitslos waren. Und die konnten dann damit frei machen, was sie wollen. Wird eingestellt, gebe ich dir recht, weil man nicht genügend Erkenntnisse gewinnt. Was ich bisher gelesen habe, war sehr, sehr positiv. Die meisten Leute, die das empfangen haben, haben angefangen, ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen und machen was. Es gibt, glaube ich, nur einen einzigen von allen Besuchten und Bewerteten, wo nichts, der einfach vor sich hin lebt und Bier trinkt zu Hause. Alle anderen machen was, haben sich Arbeit gesucht, sind selbstständig, was auch immer. Auch psychosoziale Gesundheit, habe ich gehört, ja. Ist auch noch ein absolut. Argument, dass halt Krankenkassen tatsächlich auf mittelfristige Sicht total entlastet würden, weil halt die psychosoziale Gesundheit steigt, wenn nicht immer dieser Druck da ist. Also wer sich mal mit einem Hartz-IV-Empfänger unterhalten hat. Also ich würde mich da sehr gerne als Beispiel outen. Ich bin 2012 unverschuldet, klar sind wir ja alle, aber in Hartz-IV geraten. Ein Jahr lang war ich da auch tatsächlich drin, habe mich mit dem Amt anlegen müssen. Das war ein sehr frustrierender Prozess. Ich habe auch gewonnen. Aber in der Zeit bin ich wirklich in eine Depression geraten, weil ich hatte, der hat mir super Druck gemacht, der Sachbearbeiter, auch unvernünftigen Druck. Ich hatte totale Existenzangst und die haben mich wirklich auf Null gesetzt. Also wir wussten teilweise wirklich nicht mehr am 20., wie wir unseren Kühlschrank füllen sollten. Und all diese Dinge, ich habe es wirklich selber erlebt und ich weiß, was das mit Menschen macht. Die bringen einen an die Erde. Und wenn du ein Grundeinkommen hast, was nebenher Kinderarmut, Altersarmut komplett erledigt. Es gibt keine Armut mehr in Deutschland. Keine echte Armut. Und ich definiere Armut jetzt mal nach dieser Grenze von 971 Euro. Das ist die aktuelle festgelegte Grenze. Von mir aus kann es auch die pfändungsfreie Grenze von 1171 sein. Armut wäre erledigt. Auf einen Schlag. Und was passiert? Keiner hat mehr Existenzangst. Und das ist genau ein Effekt, der passieren würde. Viele Leute, und das wissen, sagen mir Leute, die in der Branche Psycho arbeiten, es würden viele Leute so in eine Art Glaubenskrise kommen, was mache ich hier auf diesem Planeten? Da gibt es dann auch wieder welche, die dann nicht genau wissen, was sie tun. Aber die Menge ist vergleichbar verschwindend gering zu denen, die in Depressionen fallen, die es dann einfach nicht mehr geben wird. Weil die Leute einfach freier sind. Die können sich entscheiden, die haben keine Existenz an. Jeden Monat kommt Geld. Besseres gibt es gar nicht. Und wenn ich noch ein Schlusswort dazu sagen darf, ich wundere mich immer, wieso Leute gleich von vornherein so ablehnend sind. Also wenn mir jemand sagt, du kriegst jeden Monat, ich bleib bei meinen 1200 Euro, dann würde ich mir höchstens noch Gedanken machen, geil, wie können wir das organisieren? Aber ich fange noch nicht an, darüber nachzudenken, nee, das geht nicht. Das ist eine merkwürdige Reaktion und da sollten wir alle mal drüber nachdenken. Ja, es wäre halt ein und dann ein Kiffen in Ruhe. Abwarten und Gras rauchen. Abwarten und Gras rauchen, können wir dann auch. Okay.